Herzlich willkommen, liebe Zuschauer des Deutschlandkuriers. Ich darf bei mir heute wieder Benedikt Kaiser begrüßen, beziehungsweise hier im Bundestag mal vor einer ganz neuen Kulisse. Herzlich willkommen, Benedikt. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wie geht's dir denn? Gut, danke. Wie hast du die letzten drei Landtagswahlen denn so für dich, sag ich mal, mitgenommen? Was ist dein Resümee der drei Landtagswahlen und auch der Europawahl? Also von den drei Landtagswahlen würde ich erstmal sagen, man hat gesehen, das gibt die AfD und es gibt die anderen. Ja. Sozusagen die Einheitsfront aller anderen Parteien. Mhm. Das kann mal die SPD als stärkste Kraft sein in Brandenburg, mal die CDU in Sachsen oder eben in Thüringen so ein ganz komisches Amalgam aus BSW, CDU und den Resten der Linken und der SPD. Mhm. Also man sieht schon, glaube ich, an der Aufzählung einfach, es gibt ein Allparteienbündnis gegen die AfD. Ich glaube, das nützt der AfD, mhm, weil die AfD so zeigen kann, dass sie die einzige authentische Oppositionskraft ist. Und ich glaube auch, dass beim BSW in allen drei Ostbundesländern noch einige Wähler auf den Trichter kommen zu sehen. Das BSW ist auch nur ein verlängerter Arm der Altparteien. Sie ist die jüngste Altpartei. Sie wollen jetzt mitregieren. Sie haben gesagt, sie möchten nur koalieren mit Parteien, die für eine Verständigung mit Russland sind, die zum Beispiel die Ukraine dazu drängen wollen zu verhandeln. Jetzt wollen sie mit der CDU zum Beispiel in Sachsen direkt koalieren, mit einer Partei, die die Ampel noch überholt. Ja. In Brandenburg und in Sachsen konnte ja die AfD ca. 32% der Wählerstimmen erreichen, von den Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren, in Thüringen sogar 38%. Wie bewertest du das? Na, die AfD ist die Partei der Jugend und die Partei der Zukunft. Ich glaube, man muss sich erstmal freuen, dass man jetzt geschafft hat, die Jugend zu adressieren. Die Jugend wird nicht angesprochen von Böhmermann, von Tagesschau und Co., sondern die Jugend bildet sich jetzt wieder ihre eigene Meinung. Das war ja nicht immer so. Beziehungsweise war die Meinung mal eine andere. Also vor 10 Jahren war die grüne Tendenz noch ganz stark in diesem Alterssegment. Jetzt ist die Tendenz ins Patriotische hinein. Ich glaube, man darf sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen, sondern man muss jetzt vor allem auch in Sachsen, wo das noch nicht so ganz passiert ist, jetzt ganz stark auch in die Jugendansprache gehen, damit aus diesen 31-38% beim nächsten Mal 40-42% werden. Die Jugend im Osten ist, glaube ich, bereit dafür. Jetzt muss die AfD dafür bereit sein. Und dann können wir uns, glaube ich, darauf freuen, dass das noch unterhaltsame Zeiten werden. Definitiv. Und du denkst auch, diese über 40% sind dann realistisch auch für Sachsen? Realistisch, glaube ich schon. Ja. Ich glaube, wenn man mehr junges Personal auch nach vorne stellt, wie das in Sachsen-Anhalt funktioniert, mit Uli Siegmund und anderen, Gordon Köhler, wie das aber auch in Thüringen funktioniert, mit Haselhoff, Teske und anderen. In Brandenburg jetzt ganz toll, Fabian Jank eingezogen, Kaufner, Kalli Hohm aus Cottbus. Das ist eine junge, dynamische Truppe, die aber nicht nur jung ist, sondern die auch natürlich den Sachverstand der etwas Älteren hat, wie Christoph Berndt zum Beispiel. Also ich glaube, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dass man wirklich junge Leute nach vorne stellt, die was können. Nicht nur einfach, weil sie jung sind, sondern junge Leute, die was können, nach vorne stellt, dann wird die Jugend das auch wahrnehmen und dann wird man auch mehr authentische Jugendvertreter haben. Und wenn man mehr authentische Jugendvertreter hat, wird die Jugend auch automatisch davon angezogen, weil sie sieht, die kämpfen für uns und für unsere Interessen, die verstehen uns, die kennen unsere Lebenslage, ob das Migration ist, ob das die Bildungskatastrophe ist mit Schulausfall und allem Möglichen. Die Interessen muss man vertreten und wenn man das mutig macht und auch wirklich auch offensiv macht und kämpferisch macht, dann wird das funktionieren. Das wäre jetzt auch mein nächstes Thema gewesen, was deiner Meinung nach die drei wichtigsten Faktoren waren, der Jugendlichen jetzt der AfD die Stimme zu geben. Ja, ich denke, erstmal die rebellische Attitüde. Es ist natürlich jetzt auch schick, rechts zu sein oder patriotisch zu sein, weil alle anderen es eben nicht sind. Weil es eben von oben verboten wird, aber nicht verboten, aber zumindest es wird drangsaliert. Wenn du rechts bist, bist du der Outsider. Ich denke, das ist erstmal auch eine Protestgeste, eine positive Protestgeste. Der andere Punkt ist natürlich Migration. Die kennen die Verhältnisse in Hamburg oder Frankfurt oder Gießen oder Darmstadt, wo auch immer. Ja. Und die wollen eben nicht, dass das in Erfurt, in Chemnitz, in Potsdam, dass es auf Dauer genauso wird. Also das heißt, die gehen wach durch die Straßen, die gehen auch abends auch durch die Straßen. Wenn die ältere Generation vielleicht schon zu Hause ist, in der Vorstadtsiedlung, dann sind die ja noch unterwegs. Die gehen vielleicht mal feiern, die gehen zum Fußball. Und da merken die einfach die Verwerfungen auch der multikulturellen Gesellschaft früher als ältere Leute. Das ist kein Vorwurf an die älteren Leute, das sind unterschiedliche Situationen. Aber da würde ich mir schon auch von den Generationen 70 plus ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl für die Enkelgeneration wünschen, dass die einfach wissen, was hier passiert auf den Straßen. Ja, das haben wir jetzt auch ganz stark in Brandenburg gesehen. Ne? Ja, ja. Der Tagesspiegel, der titelte kürzlich, Hilfe, mein Kind rutscht nach rechts. 8 Tipps für demokratische Eltern mit undemokratischen Kindern. Was sagst du zu solchen Berichten?
Ich habe es überflogen. Was soll ich dazu sagen? Also im Grunde ist es schon lächerlich, wenn es schon beginnt mit demokratische Eltern, nicht demokratische, undemokratische Kinder, weil es lächerlich ist. Die AfD ist der Demokratiemotor in der Bundesrepublik. Das BSW im Übrigen auch, muss man auch anerkennen. Die Wahlbeteiligung jetzt zur EU-Wahl, aber auch in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die war so hoch wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Warum? Weil eben AfD auch polarisiert. Die AfD mobilisiert ihre Wähler oder seine Wähler an die Urne, aber auch die Gegner. Ja. Und jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, wurde gemeckert seitens des Establishments. Der Bürger geht nicht mal zur Wahl, er nimmt die Demokratie nicht ernst. Jetzt nimmt der Bürger, auch der junge Bürger, die Demokratie ernst und macht davon Gebrauch, von seinem Wahlrecht, und dann passt es auch nicht. Ja. Und deswegen muss man, glaube ich, solche Texte als Verzweiflungstexte lesen. Man kann sie auch zur Belustigung lesen. Man muss aber auch natürlich für die Jugendlichen, die das dann betrifft, weil im Endeffekt muss man ja sagen, diese übergriffige Journalistenkaste, die greift dann auch in das Familienleben ein. Und das wiederum muss man schon ernst nehmen. Ja. Und da muss man dann vielleicht auch seitens der jungen Alternative, aber auch seitens der AfD, letztendlich auch Rezepte den jungen Leuten an die Hand geben, dass sie damit klarkommen. Dass sie zum Beispiel vielleicht auch so Propagandathesen abwehren können. Dass sie einfach in der Lage sind, mit solchen Übergriffigkeiten besser umzugehen. Weil das schockt vielleicht auch einen 16-Jährigen, wenn er sagt, in Brandenburg dürfen die ab 16 wählen. Und wenn der jetzt sagt, ja, Mama, ich habe AfD gewählt, oder Mutti, ich habe AfD gewählt, und dann fängt die da an mit irgendwelchen Tagesspiegel-Propaganda-Auszügen. Ja. Dass er da zumindest vielleicht 2, 3 Sätze an die Hand mal bekommt, ich glaube, das hilft auch. Das hilft auf jeden Fall, ja. Und das macht auch mit Sicherheit ein bisschen selbstbewusster dann. Ne? Genau, das ist der Punkt. Und sollte jetzt mal so ein Jungwähler zu dir kommen und dich fragen, warum soll ich AfD und nicht Bündnis Sahra Wagenknecht wählen? Was wäre denn deine Antwort? Naja, also ich würde erstmal auf die Interessen desjenigen eingehen und sagen, es gibt wahrscheinlich auch Gründe für ihn, das BSW zu wählen. Aber es gibt vor allem viele Gründe, AfD zu wählen und das BSW nicht zu wählen, weil das BSW im Grunde unausgegoren ist, weil das BSW ein Sammelsurium ist aus ehemaligen Linkspartei-Kadern und Funktionären. Ja. Die haben es jahrzehntelang in der Linkspartei falsch gemacht. Warum sollen sie es jetzt plötzlich erleuchtet besser machen? Dann würde ich vor allem aktuell auch darauf verweisen, was die BSW-Stimmen bewirken. Die BSW-Stimmen bewirken ganz konkret eine Verlängerung der Herrschaft des Altparteienkartells. Letztendlich deckt das BSW eine Flanke ab. Die Altparteien mussten diese Flanke schließen. Man könnte sagen, das ist die populistische Flanke. Und das BSW, da mögen auch Idealisten dabei sein, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber objektiv hilft das BSW den Altparteien damit, ihre Koalitionen gegen die AfD aufzubauen. Auf alle Fälle. Das heißt also, wer unzufrieden ist mit den herrschenden Zuständen, wer einen anderen Politikstil möchte und wer wirklich eine Änderung der Politik möchte, für seine Jugend, aber auch für alle in Deutschland, dann wird es halt eben nur funktionieren, wenn man die authentische Alternative wählt. Ja. Und nicht eine Fake-Alternative. Ja, das trojanische Pferd quasi. Also das habe ich jetzt schon ganz oft gelesen. Genau. Du bist ja auch sehr viel in Österreich unterwegs. Wie ist die Situation dort und welche Parallelen gibt es nach Deutschland und vor allem auch innerhalb der Jugend nach Deutschland? Naja, man muss erstmal sagen, dass die FPÖ als patriotische Sammlungspartei in Österreich natürlich eine andere Tradition als die AfD hat. Die FPÖ ist Jahrzehnte alt, die AfD erst 11 Jahre. Das heißt, die FPÖ hat das Vorteil, dass sie ein Milieu hat, das sich über Jahrzehnte ausgebildet hat. Die haben Lehrerverbände, die haben Polizistenverbände. Das kann man sich bei der AfD Stand jetzt noch nicht vorstellen. Die haben eine andere Verankerung. Zudem haben sie natürlich mit Kickl einen Spitzenkandidaten jetzt für die Nationalratswahl nächste Woche, der sich in vielen, vielen Schlachten schon bewährt hat, der gestählt ist, der eine gute Mannschaft hat und der vor allem auch weiß, was es heißt, in eine Regierung zu früh einzutreten. Wir dürfen nicht vergessen, die FPÖ hat ja schon mal regiert in Österreich, mehrfach. Zuletzt dieser Skandal da mit Ibiza, das werden die Zuhörer von Deutschland Kurier noch kennen. Und Kickl weiß, was da schief ging. Der weiß auch, was es heißt, wenn eine Altpartei einen über den Tisch zieht. Und das sind, glaube ich, einige Lehren und noch viele weitere, für die AfD, die wichtig sind. Also von Österreich kann man lernen, wie es geht, wie es vielleicht auch mal nicht geht. Und man kann auch sehen, wie die Altparteien letztendlich eine patriotische Partei auch politisch kastrieren wollen. Ja. Auch teilweise durch zu frühe Einbettungen in Koalitionen. Also quasi ein gutes Beispiel oder Vorbild auch für die AfD dann in dem Sinne. Ne? Definitiv. Man kann es gibt natürlich Unterschiede, die man nicht vergleichen kann zwischen Österreich und Deutschland, eine andere Struktur im Land etc. Ja. Aber die von den großen Linien der FPÖ kann man lernen, vor allem unter ihrer jetzigen Spitze. Das war ja auch schon mal anders. Aber das, was jetzt momentan sich da versammelt und was jetzt im Wahlkampf steht, das nötigt schon Respekt ab. Ja. Wir haben ja auch nächstes Jahr, wenn jetzt nichts anderes passiert, Bundestagswahlen. Denkst du, dass die AfD 2025 in Regierungsverantwortung kommt? Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also es wäre natürlich jetzt zugespitzt, würde ich sagen, ja, aber ich glaube es nicht. Ha. Ich glaube, dass die wichtigere Wahl die 2029er Wahl für die AfD ist. Ich glaube, 25 ist ein ganz wichtiger Aufgalopp. Da
sollte vermutlich die Zielmarke 20 stehen, dass man wirklich auch mit einer, trotz der Wahlreform oder Wahlrechtsreform, dass man wirklich mit einer 150er-Mann-Truppe oder so sogar einzieht oder 130 Mann und Frau. Ich glaube, wenn man dann die neue Koalition, die Ampel wird es ja nicht nochmal geben, es wird dann irgendeine CDU-CSU-geführte Regierung geben, vielleicht mit der SPD, vielleicht noch zusätzlich die Grünen, vielleicht auch das BSW, wäre absurd, aber kann passieren. Und dann muss man sich, glaube ich, warm laufen für 29. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich schafft, von den 10,6 das letzte Mal auf jetzt, sagen wir mal, 18 bis 21 zu kommen und dann nochmal 4 Jahre lang professionelle Arbeit leistet in der Fraktion, aber auch die ganze Partei im ganzen Land, das heißt wirklich ins Volk hineingehen, wirklich Basisarbeit machen, vor Ort Verwurzelungen nochmal stärken, dann ist, glaube ich, 2029 das große Jahr. Mhm. Aber ist noch viel Zeit bis dahin zu gehen. Und erstmal müssen wir ja schauen, was jetzt mit Ampel passiert. Ich meine, die FDP kündigt immer viel an. Ich habe heute im Fokus gelesen, vielleicht Koalitionsende im November. Ja. Aber wir vergessen ja alle nicht Kubicki und Co. Die kündigen immer an und ob sie es dann einhalten. Das stimmt, ja. Aber trotzdem, das Thema war ja heute in den Nachrichten, dass der Bundesvorstand der Grünen zurückgetreten ist. Dazu würde ich gerne noch mal einen Eindruck von dir, wo du die Nachrichten gehört hast, hören. Ja, erstmal muss ich gestehen, habe ich geschmunzelt. Das wird den meisten so gegangen sein. Nuripur und Ricarda Lang haben natürlich der AfD viel Gutes getan, weil sie einfach, ähnlich wie übrigens Saskia Esken bei der SPD oder Lauterbach bei der SPD, da gibt es bei jeder Partei solche Leute, die eben so unsympathisch sind, dass die Kritik, die man an den Parteien hat, sich in diesen Personen sozusagen vergegenständigt. Das ist auch für die politische PR-Arbeit natürlich sehr schön. Und dann habe ich mir als nächstes gedacht, wer kommt jetzt? Dann habe ich eine Stunde später gelesen, Habeck will die Regie selber in die Hand nehmen. Ich vermute mal, dass Habeck seine eigene Kanzlerkandidatur, die er ja großspurig schon verkündet hat, dass diese Kanzlerkandidatur, die sieht er natürlich in weite Ferne rücken, beziehungsweise den Erfolg dieser Kandidatur. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Habeck jetzt nicht mehr so der ruhige, gemütliche Sunnyboy aus Schleswig-Holstein ist, sondern dass der jetzt eher rustikaler wird und versucht, die Partei nochmal hochzureißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gelingt. Die Grünen sind nun mal, ob das für AfD-Wähler, für BSW oder CDU-Wähler, die Grünen sind jetzt die vergegenständigte Ampel. Die Ampel will man nicht mehr. Ja. Schluss damit. Und deswegen glaube ich, dass Habeck alles noch schlimmer machen wird, weil für einen Kurswechsel bräuchte er die Überzeugung, dass sie bisher Fehler gemacht haben. Aber diese Fehler, die will er offensichtlich jetzt mit Nuripur und Lang so beiseite schieben. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man die Medien angeschaut hat nach den Ostwahlen, dann war immer wieder der erste Satz der Grünen, ja, diese Putin-Parteien, die AfD, die Russen, Desinformation, die Russen-Propaganda, die suchen die Fehler nicht bei sich selbst. Das habe ich mir auch gedacht, absolute fehlende Selbstreflexion. Absolut. Und das ist eigentlich die gute Nachricht des Tages. Die Grünen lernen nicht aus ihren Fehlern, sie leugnen sie. Ja. Und von daher, glaube ich, fahren die mit ihrem Lastenrad gegen die Wand. Dieser Boomer-Witz sei mir erlaubt. Dann war es das für die. Die Frage ist dann nur, ob dann 25 die CDU, CSU wieder die Helfer der Grünen sind und die dann trotzdem wieder in die Koalition reinholen. Also da muss man wachsam bleiben. Das auf jeden Fall, ja. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und ich bin gespannt, ob es überhaupt bis 25 noch hält. Oder ob wir nicht schon vorher wählen. Bleibt spannend. Bleibt es auf jeden Fall. Benedikt, vielen, vielen Dank wieder für das tolle Interview. Danke dir. Ich bedanke mich wieder bei den Zuschauern des Deutschlandkuriers und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.